entscheidend war einfach, dass wir hinten die Null stehen haben, ne? Weil wir in der Regel immer in der Lage sind, ein Tor zu schießen. Und nochmal, die Jungs haben defensiv, haben sie sehr, sehr gut gestanden, haben nichts zugelassen. Und klar, von den Spielanteilen war Rugenberg genauso mit im Rennen wie wir. Aber wir haben zum richtigen Zeitpunkt dann auch die Nadelstiche gesetzt in Form von Toren. Im körperlichen Bereich haben wir sehr, sehr gut dagegen gehalten, haben aber die meisten Zweikämpfe gegen uns gepfiffen bekommen, was war ich natürlich naturgemäß nicht immer mit einverstanden. Aber die meisten haben wir tatsächlich Luftkämpfe und so weiter gegen uns gepfiffen bekommen. Da kann man dann sagen, schreien sie lauter, fallen und dann pfeift der Schiedsrichter auch. Das war ein Punkt, das ist die Cleverness und dann halt den Fehler auszunutzen, wenn sich hinten die Chance bietet, wirklich bietet, dann sind sie in der Regel da und machen dann das Tor und sind dann 1-0 vorne und machen das zweite dann in einer Überzahlsituation und dann ist es so und dann steht man da und hat 2-0 verloren. Trotzdem muss ich sagen, Kompliment an die Mannschaft, war ein tolles Spiel, war ein toller Einsatz. Ich glaube, den Zuschauern hat es auch gefallen, hat Spaß gebracht, kann man jetzt gut durch die restliche Saison gehen. Wir haben noch 15 Punktspiele und wir werden jetzt nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken oder irgendwas, ganz im Gegenteil. Das wäre schön, wenn ich das jedes Wochenende von der Mannschaft so sehe. Ja, zum einen möchte ich mal sagen, ist natürlich in Hamburg wirklich so, dass du als Klassenhöchster immer auswärts antreten musst. Also ich bemängel das auch, weil ich sage, man kann das vielleicht in den ersten Töpfen, die ausgespielt werden, machen, aber es ist nicht immer leicht, beim Oberligisten antreten zu müssen. So, und in der Bundesliga ist es halt auch so, dass ein Zweitligist mal zu Bayern München reisen muss. Und ich frage mich, warum nicht gerade dann ab Achtelfinale auch einfach nach Los entschieden wird. Aber wir fahren nach Kurslag, wir werden da wieder einen motivierten Gegner vorfinden, aber wir freuen uns über den Bodenbelag, weil es ist ein toller Kunstrasen dort und ich glaube, dass das unseren Möglichkeiten, Fußball zu spielen, entgegenkommen wird. Ja, also man muss ja sagen, wir haben uns hier wacker geschlagen. Also es ist nicht, dass wir hier untergegangen sind, sondern wir haben hier 2-0 verloren und waren jetzt nicht großartig unterlegen. Klar haben sie ihre Chancen genutzt und das ist die Stärke des Regionalligisten. Aber wir sind Fünfter in der Liga, wir haben einige Nachholspiele noch und wir streben einiges noch nach oben an und hoffen, dass wir viele Nachholspiele gewinnen und dann hoffen wir, dass wir die ersten 4, 5 mal angreifen. Und das sollte die Saison unser Ziel sein jetzt.